Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal Rush auf der Map Hainan Resort und mein Thema heute, ihr habt es schon im Titel gelesen, ist der Terror jetzt auch in Deutschland? Was soll ich dazu sagen? Ihr habt es gestern alle mitbekommen, was in München passiert ist, oder was heißt alle? Ich meine die meisten, die sich damit beschäftigen und nicht nur vor ihrem PC oder vor ihrer Konsole sitzen und die Welt um sich herum abschalten. Aber es ist halt was passiert, was ich eigentlich dachte, zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es bei uns in Deutschland nicht passieren würde, weil ich sage immer wieder, die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Und was ich damit meine, spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle, das ist meine Meinung. Aber ich nur einen kleinen Hinweis, wir gehören mit zu den größten Waffenlieferanten der Welt und deswegen nicht nur Waffen, sondern auch Geldlieferanten und deswegen die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Aber anscheinend stimmt diese These nicht mehr, weil mittlerweile eben, wie gesagt, der Terror auch uns eingeholt hat. Und mag ja jetzt sein, ob das jetzt gestern ein Amoklauf oder ein Terrorlauf war, das spielt jetzt keine Rolle. Nichtsdestotrotz ist pure Gewalt und Schießerei etwas, was den Alltag jetzt auch hier in Deutschland eingeholt hat. Also nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch bei uns. Und ich finde das Ganze traurig und ja, deswegen wollte ich wollte eigentlich nie ein politisches Thema hier auf meinem Kanal bringen, aber das muss ich jetzt leider loswerden, weil es eben aktuell ist und mich auch jetzt direkt betrifft in dem Sinne. Ich meine, ich war zwar nicht beteiligt, aber der Schauplatz des Geschehens gestern Abend im OEZ ist von mir Luftlinie, sage ich jetzt mal, nur 2 Kilometer entfernt. Und deswegen möchte ich halt darüber reden, weil ich meine, ich habe es mitbekommen. Ich meine, die Angst, die spürt man, vor allem bei der Frau und bei seinem Kind, wenn man das miterlebt. Die sind da schon heftig, also es war schon heftig, vor allem, wie gesagt, weil es ja in der Nähe war und mit den ganzen Hubschraubern über einem und. Das ist schon etwas, was man eigentlich nur aus dem Film und aus dem Fernsehen kennt. Und wenn man sowas selber mal miterlebt, dann kommt man schon wieder ins Grübeln. Und naja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, die Schuld, die braucht man nicht bei dem bei anderen suchen, die muss man bei uns selber suchen und ich finde, da sind wir als Land auch selber schuld. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Engländer machen es richtig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde, ich fange mal von vorne an. Der Grundgedanke einer Europäischen Union, also das heißt eines starken, zusammengeführten, gemeinschaftlichen Europas, wie es ja schon so viele wollten vor uns, also vor 10 Jahren, davor meine ich. Es gab ja schon mehrere Versuche, sei es kriegerisch oder politisch, ein großes Europa zu schaffen. Und die Idee, sage ich jetzt mal, dahinter ist ja nicht schlecht. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was man daraus alles gewinnen könnte. Aber die Voraussetzungen dazu sind halt eben, muss ich ganz ehrlich sagen, fraglich. Ich meine, was erwartet man, wenn man als im Mittelpunkt, wie jetzt wir Deutschen zum Beispiel, oder eben unsere Nachbarreichen wie die oder Mächtigen wie die Franzosen und die Engländer, was erwarten wir, dass die Armen noch ärmer werden? Und versteht ihr, was ich meine? Also das sind so Punkte, die nicht gehen. Ich meine, wenn sich Deutschland, Frankreich und England meinetwegen als ein Land sehen, das mag vielleicht vom Standard her, von den Gegebenheiten her mehr ähneln jetzt zum Beispiel als mit den Ostblockländern. Ich meine, allein die Gesetze. Und das ist ja der springende Punkt, wo ich mir sagen muss, wie soll man ein gemeinsames Europa schaffen, wenn jedes Land trotzdem seine eigenen Brötchen backt? Und ich fange mal mit dem leichtesten Beispiel an, mit dem simpelsten Beispiel. Bei uns darfst du mit dem alten Dreier-Führerschein, ich weiß jetzt nicht, was das ist, B, glaube ich, heutzutage, ich habe mich immer noch nicht damit befasst, aber egal, darfst du ein Mofa oder ein Zweiradfahrzeug fahren mit maximal 50 km/h. In Italien sind es 70. Also, wenn da schon die Unterschiede sind, dann braucht man sich nicht wundern. Und fangen wir mit dem Waffengesetz an. Wie kann dieser Freak von gestern überhaupt an so eine Waffe ran? Ich meine, bei uns in Deutschland ist es wirklich schwer.
ich meine, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, ich habe es noch nicht probiert, aber man kriegt das ja mit. Aber bei uns in Deutschland ist es wirklich schwer, eine scharfe Waffe zu bekommen. Die ganzen Vorlagen, die ganzen Vorlagen, sag ich schon, die ganzen Auflagen, was man hat. Natürlich kann man hier auf dem Schwarzmarkt, mit Sicherheit gibt es hier in Deutschland die Möglichkeit, das irgendwo über 10 Ecken zu organisieren oder zu bekommen. Ja, aber selbst die, die das organisieren, was machen die? Die fahren ins Nachbarland, weil da ist es ja einfacher. Ich sage nur Ostblock, ich möchte jetzt keinen bestimmten Namen nennen, aber dort sind die Gesetze, die, oder mag sein, dass vielleicht die Gesetze vorhanden sind, aber die Ausübung solcher nicht so streng wie zum Beispiel bei uns. Und was, wie soll dann ein gemeinschaftliches Europa funktionieren, wenn ich mir als Deutscher ins Nachbarland gehe, oder sogar, ich glaube, sogar in Frankreich ist es auch genauso einfach, ich weiß es nicht, aber wie soll das funktionieren, dass man sich dann scharfe Waffen organisiert und dann einfach über die Grenze drüber geht, weil sie ja offen sind und keiner kriegt es mit? Versteht ihr, was ich meine? Also, wie gesagt, die Idee, das Prinzip dieser Idee ist ja ganz gut, aber wie soll das funktionieren, wenn, wie gesagt, jedes Land sein eigenes Brötchen bäckt? Ich kann es nicht verstehen. Und genauso, was ich zum Beispiel auch nicht verstehen kann, ist, mit welcher Begründung Terroristen zum Beispiel im Namen Gottes töten. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber mir leuchtet es von der Nachvollziehbarkeit der Idee nicht ein, wie man sich so stark überreden lassen kann, sich selber zu opfern, um anderen Menschen Leid zu tun, nur um seinen Willen durchzubringen. Und dann diese doofen Versprechungen eben, von wegen, ja, ihr wisst ja selber, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber wenn man sich selber opfert mit den Jungfrauen und was weiß ich nicht, für einen Schnickschnack, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wie dumm sind diese Menschen? Ich verstehe das nicht. Nein, weil erstens gibt es keine Beweise darüber, es ist der reine fiktive Gedanke, dass sowas sein kann, aber es gibt keine Beweise darüber, dass man dafür auch noch belohnt wird. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass das irgendwo geschrieben steht, dass man dafür belohnt wird. Und abgesehen davon, ich verstehe diese Religionen sowieso nicht, grundsätzlich, allgemein, ich bin ja Atheist, ich glaube an nichts von diesem Scheiß, Gott sei Dank, weil für mich ist das eben fiktiv, das sind in meinen Augen intelligente Menschen gewesen, die so etwas geschrieben haben, mit dem, meiner Meinung nach, mit dem Sinn oder mit dem Zweck dahinter, die Menschen zu vereinen. Aber im Endeffekt haben uns die Religionen ja auch noch auseinandergetrieben und gespalten, erst recht gespalten, finde ich. Weil die Religionen haben zwar alle eigentlich was gemeinsam, aber nichtsdestotrotz sind sie unterschiedlich interpretiert worden. Und das, was sie am allerersten, also Punkt 1, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass es immer noch ein Mensch war, der das geschrieben hat. Und, Entschuldigung, ich sage, Worte sind, wie sagt man, geduldig, und oder Papier ist geduldig und Worte sind, keine Ahnung, ihr kennt das Sprichwort. Auf jeden Fall, ich glaube deswegen nicht daran, weil es eben nicht aus dem Nichts kam, sondern weil es ein Mensch geschrieben hat. Und wir Menschen sind meiner Meinung nach der größte Virus auf dieser Erde. Und wir machen nicht nur uns selber kaputt, wir machen auch die Erde kaputt. Und durch solche Handlungen wie diesen Akt, ich sage jetzt mal, des Terrors oder der Verzweiflung oder aus welchem Grund auch immer der das gemacht hat, schürt einfach nur noch mehr den Hass auf solche Menschen und provoziert noch mehr solche Auseinandersetzungen. Und gerade in so einem Land, Entschuldigung, wenn ich sage, wie eben hier in Deutschland, wo die rechte Szene ja zwar nicht Überhand hat, aber sehr stark vertreten ist und diese Minderheit aber schnell überschwappen kann in eine Mehrheit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ihr lebt auf einem gefährlichen Fuß. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nicht, dass unser Battlefield, was wir hier jeden Tag oder oft spielen, zum Real Life wird, weil wie gesagt, die Schwankungen können schnell überschwappen und das Gegenteil bewirken, und dann haben wir das, was wir eigentlich nicht wollten oder beziehungsweise was vielleicht die wollten. Ich bin mir eben damit nicht so sicher, was man mit einem Terrorismus oder mit einem Anschlag auf
auf Unschuldige eigentlich bezwecken will. In meinen Augen ist es nichts weiter als Aufmerksamkeit oder die Provokation zu einem Krieg. Nicht anderes kann man daraus interpretieren, weil auch wenn die Machthaber oder die machtgierigen Menschen oder die Politiker, sage ich jetzt mal, viele ignorieren und mit ihren strategischen Schachzügern, sage ich jetzt mal, vieles auch selber natürlich provozieren. Dazu gehören auch wir Deutsche. Es ist trotzdem so, dass jeder Mensch ja eigentlich ein Gehirn hat. Ich weiß jetzt nicht, okay, vielleicht sollte man diese Sorte von Mensch genauer untersuchen. Vielleicht fehlt bei denen irgendetwas. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und selber darüber nachdenken kann, was man da ja eigentlich tut und dass das ja eigentlich keinen Sinn macht und naja, ich weiß nicht, was ich dazu sage. Eigentlich will ich euch nur damit sagen, seid vorsichtig, wo auch immer ihr in Deutschland lebt, wie ihr seht. Wie gesagt, ich dachte nie, dass sowas hier in München passieren kann oder passieren wird in Deutschland überhaupt. Und jetzt ist es eben hier. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal. Nachahmer vor allem, also noch größere Idioten als dieser Typ, der das gestern gemacht hat, gibt es sowieso noch mehr. Und dadurch kann man sich natürlich auch, wenn man mal eben eins und eins zusammenzählt, damit kann sich die Organisierten ja auch erst recht durch dieses kleine Schlupfloch, was jetzt hier in München passiert ist, hier einnisten und dann noch größeren Schaden hervorführen. Und wie ihr alle wisst, steht bei uns in München ja das nächste große Ereignis schon vor der Tür. Ich bin gespannt, wie das unsere Gesellschaft regeln oder klären will, weil wir dürfen da nicht mehr wegschauen. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass uns das Leben eingeholt hat und ja, jetzt aktuell auch leider bei uns ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich weiß jetzt nicht, was ihr darüber denkt, aber ich finde, es ist traurig, wie sich die Geschehnisse in letzter Zeit auf dieser Welt entwickeln. Ich möchte hier nicht hetzen oder sonst irgendetwas, aber ich muss es einfach loswerden. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nie irgendwas Politisches auf meinem Kanal bringen. Aber ich sage mir, wir dürfen da nicht mehr wegschauen. Wir dürfen da echt nicht mehr wegschauen. Wir müssen das akzeptieren. Wir müssen damit leben und wir müssen vorsichtig sein und nicht jetzt den Helden spielen, aber wir müssen auf alles achten und schneller reagieren, als wie es gestern der Fall war. Und ja, der nächste Diktator steht auch schon vor der Tür. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber das ist wieder das Beispiel. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, Menschen von so etwas zu überzeugen. Und dann auch noch im Namen der Gerechtigkeit oder der Demokratie. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn man das alleinige Sagen hat? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe diese Menschen nicht, dass die das nicht erkennen. Und naja, egal, ich brauche jetzt nicht weiter darüber reden. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur sagen, passt auf euch. Es kann überall passieren. Es kann neben euch passieren oder auch eben ein paar hundert Kilometer entfernt. Aber es ist mittlerweile da und seid vorsichtig. In diesem Sinne, haut rein und ciao, bis zum nächsten Video.